Kesselgucken Roulette Quantenmechanik Prognose 26.10.2019 Outgoer D. Selzer McKenzie YouTube. Heute ist Samstag, der 26. Oktober 2019 und es ist jetzt genau 13.45 Uhr. Noch viel Zeit, um mit dem Auto oder dem Intercity noch schnell ins Casino von Wiesbaden zu fahren, welches um 15 Uhr eröffnet, um gegebenenfalls zu setzen. Entscheidend ist natürlich, dass der Tisch Nummer 3 überhaupt eröffnet wird und die mit der Quantenmechanik ausgerechnet der Prognose lautet, die ersten 5 Korps alle auf Rot. Natürlich kann keine Garantie dafür gegeben werden, ob sie jetzt gewinnen oder verlieren, aber die ersten 5 Korps auf Rot am Tisch Nummer 3 könnten ja trotzdem einen Überhang bringen. Ich mache diese Prognose heute mal, die schnell mit dem Quantenmechanik ausgerechnet habe, weil ich es langsam leid, bin mir hier ständig von irgendwelchen Neidhamlets im Internet sagen lassen zu müssen, wie manipulierten bei den Prognosen für die Fußballwetten und auch für die Roulette-Wetten. Mit der heutigen Sache im Casino Melbourne habe ich überhaupt nichts zu tun. Ich wusste noch nicht einmal, dass der Kesselguckensachse seinen Rückflug in Melbourne gestoppt hat und sich im Casino befindet. Das hat doch der Journalist von dieser Roulette-Zeitung gemacht. Ich habe damit gar nichts zu tun. Aber auch im heutigen Casino von Melbourne ist es ja zu gewinnen gekommen, durch den Kesselguckensachse. Sie wissen, der Sachse hat Roulette-Geschichte geschrieben, er ist in den 1980er und 1990er Jahren immer wieder in den deutschen und ausländischen Casinos als sogenannter Kesselgucke unterwegs gewesen, viele von ihnen kennen den Sachsen ja persönlich noch, aus den deutschen Casinos. Und sie wissen, dass der Kesselguckensachse Carlo aus Dresden auch schon damals, als sie ihn noch in deutschen Casinos beobachten konnten, immer gewonnen hat. Deshalb empfinde ich die etwas deplatziert die Kritik, die hier ständig bei mir einläuft, als völlig unangemessen. Wie die Quantenmechanik funktioniert, habe ich oft genug erklärt, und gehen Sie heute mal in das Casino Wiesbaden und spielen Sie an dem bestimmten Tisch die ersten 5 Korps, ich bin sicher, Sie werden gewinnen.